Guckt mal, was ich gerade geschenkt bekommen habe. Einen Frühlingsblumenstrauß. Ist es nicht herrlich? So schön. Habe mich so darüber gefreut von meinem Herzenspartner. Das hat er mir gerade gebracht. Und es duftet so richtig gut nach Blumen. Und die werden uns jetzt begleiten hier während der Sendung. Die stehen jetzt neben mir. Ihr könnt sie nicht sehen, doch da so ein bisschen hat. Und die Spitzchen seht ihr. Ja. Heute geht es ja um die aktuelle Zeitqualität und auf was du achten solltest, damit es dir auch gut geht. Und ich freue mich schon sehr auf dich. Ja, herzlich willkommen zu meiner Sendung über die aktuelle Zeitqualität. Ich habe mal so ein bisschen reingefühlt, was jetzt so die nächsten Wochen für uns wichtig ist. Und da wurde mir gesagt, es kommt auf die Herzqualität drauf an. Jetzt frage ich aber gleich mal nach. Ich bin schon verbunden mit der geistigen Welt. Meine Seelenengel sind schon hier. Und ich frage jetzt einfach mal meine Seelenengel, was ist denn, warum, was hat es mit dem Herzen zu tun? Es geht darum, dass wir uns auf unser Herz konzentrieren sollen, uns darauf konzentrieren, was für uns wichtig ist, was uns unterstützt. Die Liebe in unser Leben zu reinzulassen und dann auch wieder nach außen ausströmen zu lassen, denn es ist doch eine heftige Zeit. Es kommt noch eine Durchsage. Viele äußere Beeinflussungen machen uns das Leben schwer. Und solange wir in unserem Herzen den Ausgleich und auch unseren Frieden und unsere Sicherheit haben, kommen wir gut durch diese Zeit. Jetzt wird noch gesagt, es ist ganz wichtig, auf die Thymusdrüse zu achten, weil die ja an sich mit unserem Herzchakra verbunden ist oder auch sogar das Herzchakra ist. Genau. Und je mehr wir unsere Thymusdrüse unterstützen, umso besser wird es uns gehen. Denn auch ja, jetzt kommt noch die Durchsage, das Immunsystem, es wäre wichtig, jetzt in den nächsten Tagen darauf zu achten, dass wir uns stärken, also auch mit wichtiger, vitaminreicher Ernährung und auch Gutes für uns tun, also uns mal ausruhen, zurücklehnen und somit unser Herz stärken. Es sind sehr viele Energien im Kollektiv, welche ungünstig auf uns einwirken, wenn wir uns nicht schützen. Ich fühle jetzt noch mal rein. Also es ist auch sehr viel Verzweiflung und Angst immer noch im Kollektiv. Und es ist nicht so, dass die abnimmt, diese Verzweiflung und Angst, sondern es ist tatsächlich so, dass diese Energien immer mehr zunehmen. Und je mehr wir im Herzen gesichert sind oder in unserem Herzen diese Tiefe finden, die uns ja beschützt, umso leichter können wir durch diese Zeit gehen. Das sagen die Seelenengel. Es ist auch ganz wichtig, sich auszuklinken von diesen Energien des Kollektivs, sich einfach auszuklinken und in seinem Herzen zu bleiben. Also für die nächsten 2, 3 Wochen ist die Herzenergie unheimlich wichtig, dass wir unsere Stärke in unserem Herzen finden und dadurch das Außen uns nicht erreicht bzw. nicht krank machen kann. Denn es ist die Gefahr über diese vielen kollektiven negativen Energien und auch in den Nachrichten, dass ein schwacher Körper schneller krank wird
Und von daher ist es wichtig, dass das Immunsystem also gestärkt ist, dass wir von uns aus eine Stärke haben, die unseren Körper mit Kräften, also jetzt die Vitamine zum Beispiel, ja, oder gesunde Ernährung, was also unseren Körper Kraft gibt. Das wäre das, was wir vom Physischen her tun können. Und dann das andere, was wir von der Energie her tun können. Das werden wir heute machen. Wir werden nämlich die Thymusdrüse stärken und ausdehnen. Und ja, die geistige Welt, das wäre ganz wichtig, jetzt die nächsten Wochen auf die Thymusdrüse zu achten, damit wir eine gewisse Stabilität bekommen und auch wieder unsere Freude zum Leben entdecken und gut durch die schwierigen Zeiten durchkommen. Die Thymusdrüse ist die Verbindung auch zur geistigen Welt, zur Spiritualität, weil das geht ja von hier aus, diese Kraft. Und viele von euch kennen sicher auch diese Klopftechnik. Ich kann es jetzt wegen meinem Mikrofon da nicht so machen, aber man klopft also hier auch drauf. Hier weiter unten. Und in dem Moment ist es möglich, dass sich also fehlende Seelenanteile wieder zu dir kommen und du dadurch stärker wirst und Kraft bekommst. Und das ist einfach so wichtig auch für unsere Gesundheit, für unsere physische und psychische Gesundheit, für unser emotionales Gleichgewicht, dass da alles in Ordnung ist. Und das werden wir also nachher in der Meditation mit der geistigen Welt tun. Wir werden also bestimmte Energien bekommen, die die Thymusdrüse ausgleichen und ins Gleichgewicht bringen und ausdehnen. Das heißt also, ein großer Schub von Gesundheit wird dir heute übertragen werden und auch dein Immunsystem wird gestärkt werden, gerade weil die nächsten Wochen sehr anstrengend werden. Das sollte man nicht vergessen. Und ja, die geistige Welt bittet mich jetzt auch noch zu sagen, ihr dürft wirklich vertrauen und sollt nicht verzweifeln, wenn die Lage auch noch so schlimm ist. Und jetzt was ganz Wichtiges, ihr dürft euch wirklich auch an Gott wenden. Was wir jetzt in dieser Zeit durchmachen, das sind Prüfungen. Und ich hatte in einem anderen Video auch schon mal gesagt, die negative Seite versucht uns zu beeinflussen, indem sie uns schlechte Taten machen lässt. Und je nachdem, wie du dein Leben gestaltest, wird dein Leben dann auch werden. Je mehr du gute Taten vollbringst, jetzt klingelt's bei mir überall. Ich weiß, dass es wichtig ist und ich gebe das so an euch weiter. Je mehr du gute Taten vollbringst in deinem Leben, umso mehr dient es dem Großen und Ganzen, umso mehr Licht kann sich ausbreiten. Das ist wirklich jetzt, gerade in dieser Zeit, noch tausendmal wichtiger als vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren sind wir alle so, haben wir nur dahin gelebt, oberflächlich, auch die Spirituellen. Aber jetzt ist es so wichtig, auf den Grund, auf die Basis zu gehen und zu entdecken, es ist kurz vor 12. Wenn wir uns nicht ändern, wenn wir uns nicht die Liebe Gottes, dieser Liebe zuwenden und das als unseren Weg, als unsere Zugehörigkeit erkennen, dann ist vieles zu spät. Es ist kurz vor 12. Das ist meine Wahrheit. Jeder von euch kann seine eigene Wahrheit oder sollte seine eigene Wahrheit finden und gucken, was macht es jetzt mit dir, was macht es mit dir, wenn ich darüber so spreche. Es ist äußerst wichtig, dass wir den Weg zu Gottes Liebe wiederfinden. Es gibt sehr viele Prophezeiungen, die sagen alle nichts Gutes aus. Ich werde darüber noch ein Video später machen, wo ich auf diese Prophezeiungen eingehen werde.
Jetzt haben wir ja das Thema, wie kommen wir über die nächsten Wochen gut durch, wo so viele negative Energien auf uns einwirken, ja, wo der Lockdown verlängert wird, wo viele Menschen erfrieren, wo viele Menschen krank werden aus Angst. Das ist ja der Punkt. Und jetzt habe ich diese Möglichkeit, mit der geistigen Welt euch zu helfen, die Kraft der Thymusdrüse zu stärken. Das heißt, für den Körper das Immunsystem zu stärken, aber für den Geist, wo ja die Thymusdrüse auch ganz wichtig ist, den Weg zu Gott zu finden, den Weg in die Spiritualität zu finden. Und das ist unser Ausweg. Das ist der einzige Weg, den es gibt, damit sich noch alles zum Guten wenden kann. Denn es sieht, ganz ehrlich gesagt, nicht besonders toll aus. Es ist leider so. Ich möchte euch viel lieber was Schönes erzählen. Aber es sieht nicht besonders toll aus. Aber wir haben alles an der Hand. Jeder einzelne Mensch kann es für sich mit seiner Liebe, mit seinen guten Taten die Erde in eine andere Energie bringen. Und damit möchte ich mit euch heute anfangen. Und schön, dass du da bist und schön, dass ich das mit dir zusammen machen kann. Die Engel nicken schon mit dem Kopf und sie halten jetzt gerade ihre Hände so und halten sie so zu euch. Das heißt, vielleicht könnt ihr es schon fühlen, die Energie fließt bereits durch mich durch. Die ganz große Liebe und der Schutz der Engel ist bei uns. Fühlt mal die Energie. Das ist so schön, dass ich das für euch machen darf. Und ich wünsche mir so, dass es euch gut tut. Und ich habe euch auch so sehr lieb. Fühl die Energie der Engel. Und sie sagen jetzt zu dir, vertraue, vertraue deinem Herzen und lasse dich nicht vom Außen beeinflussen. Lasse dich nicht dazu verführen, Dinge zu tun, die du gar nicht tun möchtest. Und versuche jetzt in dieser schwierigen Zeit deinen Weg der Liebe zu finden. Denn es ist der Weg der Liebe, welcher dich zu deiner Bestimmung begleitet. Und auch wenn es gerade für den einen oder für den anderen aussichtslos erscheint, ist doch der Weg der Liebe vorgezeichnet. Erkenne es. Und richte dich neu aus. Richte dich so aus, dass du, auch wenn es jetzt schwer fällt, etwas Altes loszulassen, den neuen Weg beginnst. Denn alles, was von Liebe getragen ist, ist von Gottes Hand geführt. Und diese Worte möchte ich jetzt ganz tief, dass sie sich in deinem Herz verankern. Die Energie fließt noch und das war jetzt eine spontane persönliche Botschaft für dich, für jeden Einzelnen. Diese Botschaft, das ist ganz wichtig, hört sie euch ruhig nochmal an, denn auch hinter den Worten dieser persönlichen Botschaft fließt sehr viel Energie und sehr viel Liebe. Und es ist mir ganz wichtig, dass ihr all das mit einem geöffneten Herzen aufnehmen konntet. Es ist so viel Heilung auch in diesen Worten geflossen. Und ich danke sehr, dass diese spontane Botschaft für euch jetzt gerade fließen durfte. Und jetzt möchte ich mit euch zusammen mich der Energie der Thymusdrüse widmen und diese in einem Heilfeld von Smarana neu ausrichten, reinigen und ausdehnen. Und das wird bestimmt ganz schön werden. Und wir werden gleich beginnen. Und ich freue mich so sehr darauf. Habt ganz viel Spaß. Es geht gleich los. Smarana,
So, und jetzt geht's gleich intensiv in die Heilung der Thymusdrüse. Ich habe mich schon eingestimmt und ausgedehnt, bin schon voll in der Schwingung und lade dich ein, mit mir eine wundervolle Heilsitzung, heilende Meditation, heilende Botschaft zu empfangen. Ich sprühe mich ein mit Smarana. Ah, das tut gut. Und mit meinem Ursprungslicht. So. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Heilung. Ich rufe die Energie des Schutzes und bitte, dass diese Energie sich um uns alle herum ausbreiten mag. Und sofort ändert sich die Energie und trägt dich hinein in die göttliche Liebe. Und wenn du magst, dann atme jetzt diese göttliche Liebe ein und dehne dich mit dieser Liebe aus. Sie wird dich in das Feld der Heilung tragen. Die göttliche Liebe von Smarana berührt dein Herz. Berührt deine Seele. Und ich rufe deine Seelenengel herbei, dass sie dich heute begleiten mögen. Und ich bitte dich auch selbst, deine Seelenengel zu rufen. Sie kommen voller Freude zu dir und nicken dir zu, denn sie werden voller Liebe für dich wirken. Und nun rufe deinen inneren Heiler. Tue dies einfach mit deinem Fokus und deinen Gedanken. In diesem Moment wird dein innerer Heiler erweckt. Und aktiv. Und jetzt beginnt die Energie für dich zu wirken. Deinen Seelenengel und dein innerer Heiler. Sie legen ihre Hände auf deine Thymusdrüse. Und wenn du magst, legst du sie selbst auch deine Hände mit dazu. Und jetzt solltest du spüren, wie deine Hände heiß werden und wie sich ganz viel Energie um dich herum ausdehnt. Denn nun wird deine Thymusdrüse von deinem inneren Heiler repariert. Sie wird ausgedehnt. Sie wird mit Gottes Licht und Gottes Liebe bestrahlt. Spüre diese Ausdehnung und spüre die Nähe deiner Engel. Und spüre die Nähe deiner Engel. Und nun klopfe ein wenig auf deinen Brustkorb, auf die Stelle, wo deine Thymusdrüse sich befindet. Sie wird in diesem Moment die Energien besser aufnehmen können und sich noch mehr ausdehnen. Und ebenfalls in diesem Moment werden sich Seelenanteile, die längst verloren schienen, wieder in dir integrieren,
Lasse dies alles zu. Lasse dies zu und spüre, wie Heilung jetzt für dich geschieht. Die Engel singen deinen Namen und sie singen die Worte der Heilung, die Worte aus der Engelsprache. Und sie fließen diese Worte ganz tief in deine Seele. Hier Liam, Rihanna, Runa, Zoladi. Heilung geschieht auf allen Ebenen. Heilung geschieht in deiner Seele. Heilung geschieht in deinem Herzen. Und für deinen Körper. Dein Immunsystem wird nun von deinem inneren Heiler gestärkt. Eine Ausrichtung in die göttliche Gesundheit geschieht. Eine Stärkung deiner eigenen Selbstheilungskräfte geschieht. Und so fühlt sich deine Seele wohl, denn auch sie dehnt sich jetzt aus und vereint all die wundervollen Energien, welche du übertragen bekommen hast, zu einem Großen und Ganzen. Bedanke dich bei deinen Helfern, bei deinem inneren Heiler, bei deinen Seelenengeln für all dies, was gerade geschehen durfte. Deine Thymusdrüse befindet sich in der Energie der göttlichen Ordnung und sie wird sich ab jetzt mit den Energien verbinden und neu ausrichten. Dies ist ein Prozess, welcher ab jetzt beginnt und welchen du selbstständig unterstützen kannst, indem du diese Meditation wiederholst. Und natürlich auch deinem Körper mit der guten Nahrung und mit Ruhepausen unterstützt. So ziehen sich die Energien nun langsam wieder zurück. Gutes geschah für dich. Sehr viel heilende Energien wurden übertragen und du bist wieder rein und geklärt, bist voller Kraft und Zuversicht. Smarana, dass du heute hier warst. Komme wieder in dein Hier und Jetzt zurück, bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Und ich danke dir, ich danke vor allen Dingen zuerst noch einmal den wundervollen Energien. Ich danke der göttlichen Liebe für alles, was heute geschehen darf, durfte und noch wird. Also ich habe jetzt ein ganz großes Freiheitsgefühl hier in meinem Brustraum. Das heißt, es durfte sich auch bei mir einiges lösen. Auch wenn ich Medium bin, bin ich genau den Energien ausgesetzt, wie ihr auch im Kollektiv. Und ich schütze mich auch immer und richte mich neu aus. Das ist normal.
Ja, wunderschön, dass du heute hier warst und ich freue mich darauf, dass dich diese Energien erreichen dürfen und ich wünsche mir so sehr, dass es dir gut geht und ich habe dich auch ganz, ganz, ganz lieb. Bis zum nächsten Mal. Ein Küsschen. Bis dann. Some